3, 2, 1, was geht, ey? Es ist der Ali G von Alien Chemgees für Fresh Rage und Nutrition. Und ich berichte heute ein Thema über das Fasten. Das Trockenfasten und das Softfasten und das Wasserfasten. Warum ist es so wichtig zu fasten? Ja. Fasten gibt dir einen reineren Gedanken. Du fühlst dich leicht, befreit, keine Last, gar nichts in deinem Gedanken. Nichts. Du hast volle Energie. Bist energiegeladen, ja? Anfangs, klar, wenn man mit Fasten beginnt, ist es eine totale Umstellung für dich, wahrscheinlich. Ja? Bei mir ist es mittlerweile. Ich kann mittlerweile manchmal 24, 48, 72 Stunden trocken fasten, ja? Man muss nichts verzehren, trinken, essen, ja? Deswegen, mein Ziel ist es jetzt immer kontinuierlich, das zu machen. Ja, kontinuierlich 3 Tage fasten, trocken fasten, 1 Tag wieder Saft oder Trinken fasten. Ja. Eigentlich will ich das kontinuierlich durchziehen, ja. Aber mich stoppt immer irgendwas. Ja. Immer der Gedanke, ja, dass ich doch was brauche wieder. Ja. Aber das sind alles wieder Appetit nur. Ja. Wenn wahrer Hunger entsteht, dann eigentlich gibt es keinen Hunger. Ja. Eigentlich schon mal müsstest du durchgehen fasten. Ja. Eigentlich nur von der Lichtnahrung leben. Deswegen, ich möchte das jetzt mir antrainieren, dass ich vielleicht erstmal mit 1 Tag Trockenfasten beginne, dann wieder am nächsten Tag wieder schließen. Dann immer so weiter kontinuierlich steige, dann 2 Tage Trockenfasten, dann vielleicht mal 3 Tage Trockenfasten. Und das so beibehalten. Ja? Ja? Weil jetzt aktuell faste ich halt sehr viel. Ja? Und ich möchte das halt steigern noch mit dem Trockenfasten. Darum 7 Tage Trockenfasten ist das größte Ziel natürlich. Und jede Woche. Vielleicht auch mal 365 Tage Trockenfasten. Ne? Wenn ich die Energie dabei habe, die Ruhe mal von allem. Ja? Deswegen, ich versuche das jeden Tag umzusetzen. Ja? Aber was mich motivieren muss, mein eigener Körper, mein eigener Geist, mein eigener Wille. Deswegen, ich bin da motiviert, ehrgeizig, dran zu arbeiten, jeden Tag. Und für dich habe ich ganz genau, ganz einfach fasten. Versuch mal, einfach mal zu Beginn 16 Stunden zu fasten. Ja, das heißt, du isst deine letzte Mahlzeit, sage ich mal, abends um 19, 20 Uhr und schläfst mal ein bisschen länger aus. Ja? Einfach mal länger. So, dass du dich top fit fühlst, ja, wenn du aufstehst. Ja? Sofort, sag ich mal, 50, 100 Kilometer Radfahren könntest oder sofort einen Marathon laufen könntest. So fit musst du dich fühlen, wenn du schläfst und sofort aufstehst. Weil dann bist du nicht fit genug zum Schlafen. Deswegen versuch das so umzusetzen, dass dein Schlaf wirklich deine Energiequelle ist. Das heißt, wenn du aufstehst, musst du sofort energiegeladen sein, sofort eigentlich 100 Liegestütze aus deinem Bett raus machen, sofort Klimmzüge, alles musst du eigentlich können, sofort. Du darfst nicht irgendwie, nein, ich fühle mich heute so schwach, ich muss jetzt gerade einen Putsch essen. Nein, sowas möchte ich nicht hören. Sofort aufstehen, trainieren, dann kannst du es besser überbrücken mit deinem Fasten, weil du dazwischen Sport machst. Ja. Oder wenn du meditierst, tankst du auch Kräfte nochmal auf. Ja. Oder Baumwollfassübung, je nachdem. Das ist deine Entscheidung. Aber der Kopf macht viel. Ja? Kopf ist der einzigste Ressource. Du steuerst alles, was du zu deiner Hand nimmst. Ja? Wie du isst, trinkst. Ja? Das entscheidest du alles selber. Darum, Fastentipp Nummer 1. Versuche erstmal morgens früh sofort rauszugehen. Nicht irgendwo drinnen zu bleiben. Raus, frische Luft. Erstmal frische Luft atmen. Dann tankst du schon deine Nährstoffe rein. Kalorien auch. Der Kalorienbedarf wird aufgedeckt und durch. Ja. Weil die Luft auch generell teilweise, habe ich ja gesagt, Sauerstoff hat. Du kannst durch den Sauerstoff auch nur leben. Ja. Früher haben wir auch nur aus der Sonnenkost gelebt. Ja. Die Lichtnahrung. Ganz früher, vor Milliarden Jahren. Ja. Das haben wir halt alle schon mittlerweile verlernt. Warum wurde Jesus? Ja. Warum wurde Jesus 900 irgendwas? Habe ich ja gelesen im Buch von Manfred. Glaube ich auch.
Ich glaube, früher waren die Leute wirklich über 500, 900 Jahre alt. Ja. Weil die manchmal auch 40 Tage in der Sahara gefastet haben. Ne? Nichts genommen haben. Nichts, gar nichts. Ne? Glaube ich dem. Trockenfasten. Sonne ist die Ressource. Du verreckst nicht, ne? Das glaube ich nicht, ja. Ich hatte auch schon mal in 7 Tage Trockenfasten. Bin ich verreckt? Nein, bin ich nicht. Ne? Deswegen versuch das einfach mal zu umsetzen. Ne? Bei mir ist es doch auch immer so, dass ich auch schwer, den Arsch da hoch zu rappeln. Ne? Aber der Kopf letztendlich entscheidet alles. Alles. Egal welche Ernährung du isst, ob roh, vegan, vegan, vegetarisch, omnivorisch. Das ist so egal. Eigentlich zählt nur der Kopf. Nur der Kopf zählt. Ne? Aber du kannst dir das langsam abtrainieren. Weil früher, wo ich omnivorisch noch gegessen habe, hatte ich viel mehr verzehrt, als wir jetzt bei roh vegan. Ne? Das heißt, bei roh vegan merke ich selber, mein ganzer Körper entgiftet noch besser und hat die Vitalnährstoffzufuhr im besseren Gleichgewicht. Das heißt, ich kann wirklich lange fasten, ohne dass ich einen Mangel habe. Ja? Das, wenn ich auch Sport treibe, ja, da verlierst du auch deine Nährstoffe. Aber baust auch wieder Nährstoffe auf. Deswegen, was Medien prophezeien, alles sagen, stimmt nicht. Du musst deine eigene Studie belegen. Du musst mit dir selber experimentieren. Dann kann es die Wahrheit sein. Ja? Was du liest in Büchern, Medien, du weißt es doch gar nicht, ob das wahr ist oder nicht. Du musst es selber ausprobieren. Dann weißt du, was gut für deinen Körper ist oder was schlecht ist. Wenn du sagst, ja gut, die Nahrung gibt mir Energie, ich brauche die täglich, dann okay. Dann glaub der Variante. Bei mir ist es andersrum. Ich glaube der Variante und ich lebe auch die Variante. Ich will hier keine Show, kein Hexenwerk. Ich will dich auch nicht irgendwie umleiten oder von irgendwas ableiten oder dich umstellen lassen. Du musst selber entscheiden, was du mit deinem Körper machst. Ja? Und sei täglich motiviert, immer ehrgeizig an deinen Projekten zu arbeiten. Und dann wirst du auch einen viel besseren Kopf, Willenskopf erreichen, wenn du durchgehend fastens. Ja? Du hast einen Willen, du willst noch mehr an deinen Büchern schreiben. Ja? Mittlerweile schon fast knapp habe ich fast 1000 Seiten Bücher geschrieben. Blogs, Berichte habe ich auch schon. Ja? Und ich halt nur noch mal deutlicher lesen, ja, das kostet auch viel Kraft. Ja. Lesen, lesen, lesen. Ja. Bewusstes Lesen, ja. Das Wortverständnis zu verstehen, ja, das ist so schwer. Aber die Geduld muss man dafür haben. Den Willen. Und das kann man halt nur durch Fasten erreichen. Ja. Weil Essen merke ich immer, wenn ich was esse, hängt es mich immer ab. Immer. Es stoppt mich von einer Sache, von einer anderen Sache. Ein Gedankengang geht verloren sofort dadurch. Ja. Deswegen versuch einfach mal trocken zu fassen. Dann wirst du es auch schaffen. Mehr, mehr, mehr und mehr an deinen Projekten. Noch mehr Sachen erreichen. Noch andere Ziele vielleicht in deinem Leben erreichen. Ja. Und du wirst unglaublich viele neue Sachen erlernen. Ja. Das ist wirklich mein Ziel. Und ich hoffe auch, dass du das umsetzen kannst. Im Fasten, trocken fasten. Ja. Die Sonne, 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 Sonne. Warum gibt die Sonne überhaupt eigentlich eine Energie? Warum gibt sie uns die Nährstoffe? Ja? Ja? Überleg mal, wenn du eine Nahrungsaufnahme zu dir nimmst, produzierst du sofort immer einen kleinen Mangel auch, ja? Weil der Körper zu schaffen hat, eine Verdauungsenergie. Wenn du aber nichts einnimmst, hat dein Körper Ruhe. Das heißt, eigentlich ist er voller Energie. Ja? Er kann aus der Ruhe, so das Sprichwort, woraus besteht, aus der Ruhe besteht die Kraft. Das heißt, aus der Ruhe entsteht die Kraft. Das heißt aber, mit Last kann keine Kraft entstehen. Durch die Last entsteht eigentlich eine Belastung und eine Erschwächung. Das heißt, du wirst eigentlich schwach und träge, egal welche Art von Nahrung. Ja? Deswegen versuch in Ruhe es langsam zu machen. Step by step, langsam an dein Ziel zu kommen, dann wirst du es auch erreichen. Ja. Ich versuche auch langsam zu reden, bewusster zu reden. Ja. Meine Worte auch bewusster aufzuschreiben, nicht schnell zu schreiben, bewusst, was damit gemeint ist, genau. Ja. Und das braucht halt Zeit, Geduld, Zeit. Ja.
Man sollte sich wirklich täglich beschäftigen mit solchen Sachen, ne? Mit seinem Körper. Ja? Du musst deinen Körper studieren, dein eigenes Ich studieren, damit du weise bist. Ja? Du musst in dir reinschauen, was da abläuft. Ja? Du weißt ja nicht, wie du innen aussiehst. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn du eine Leere spürst, dann spürst du das Reine in dir. Ja? Du fühlst keine Fülle, du fühlst nichts. Du bist wie leer, du bist wie neu. Und wenn du was Neues lernst, tankst du das wie ein Schwamm auf und speichert in deinem irgendwo hinten, ganz hinten im Hippocampus oder ganz hinten irgendwo in den zwei Gehirnhälften, in den rechten, speichert sich das ab. Und das wird sich als Grundlage aufbauen. Ja? Deswegen, du musst immer auch die Base aufbauen. Die Base muss aufbauen. Und auf der kannst du weiter aufbauen. Und so wirst du irgendwann mal von unten die Base, die du schon aufgebaut hast, ganz oben sein, die immer weiterentwickelt werden kann. Ja? So wie ein Pyramidensystem. Ja? Pyramidensystem, ja, braucht auch Zeit, so eine Pyramide aufzubauen. Ja? Deswegen arbeiten nach dem Pyramidensystem, Step by Step Schritt, ja? Und dann wirst du auch deine Ziele leichter erreichen. Natürlich kannst du deine Nahrung verzehren, aber sei dir bewusst, dass selber, wenn du die Nahrung verzehrst, sie dich stoppt. Das merkst du wahrscheinlich auch immer. Ja, ich möchte jetzt gerade das machen. Aber verlierst du wieder den Gedanken. Wieder weg ist er. Und wenn du fastest, du weißt alles bewusst sofort. Du weißt, ah, den Handgriff. Ja, das nehme ich jetzt gerade. Ja, ich weiß jetzt gerade, wie viel Temperatur ich das einstelle, beispielsweise beim Kochen oder beim Dörrgerät oder beispielsweise. Ja, ich weiß genau, wie man das umsetzen muss mit der Fermentationsrezept beispielsweise. Oder warum es Sinn ergibt, dass man jetzt beispielsweise sich anzieht, ja, dass der ein T-Shirt anzieht oder eine Hose anzieht oder Socken. Ja. Das ergibt alles Sinn. Aber wenn du dir das nicht bewusst bist, ziehst du dir einfach das an. Ja, okay, Schuhe ziehe ich mir mal an. Gehe immer auf die Fersen beim unbewusst. Ne? Aber du musst dir bewusst sein, welches Schuhwerk du trägst. Ne? Du musst dir das bewusst sein. Barfuß laufen oder falsches Schuhwerk tragen. Dann lieber barfuß laufen. Ne? Ist doch viel effizienter. Und schadest nicht deiner Knochengesundheit, bekommst keine Rückenprobleme. Genau. Und durch Fasten kriegst du keine mehr Probleme, keine mehr Symptome, nichts mehr, gar nichts. Ich weiß, früher bei meiner Kochkurszeit hatte ich immer richtigen Augendruck gehabt, immer so komischen Augendruck, immer Stressdruck war das immer, Stress. Kopf war nie frei, immer voll so schwummrig, immer so mit einer vollen Wolke, voller Blasen, ja. Aber die falschen Gedanken, ja. Und hinterher den Gedanken. Und ich hatte auch immer so Zucken, immer. Wenn ich geschlafen habe, immer so immer. Das war schon so von der ganzen Kochkost einfach immer, ja, der Körper ist völlig vergiftet einfach. Er will sich befreien, aber kann sich nicht befreien, weil es alles in den Organen ist. Kann nur unten raus oder oben halt über den Brechreiz raus. Ja. Ja. Und da habe ich jetzt gemerkt, ja, Kochkost vergiftet deinen ganzen Körper. Ja. Es vergiftet deinen ganzen Körper. Du merkst, du denkst dir, ja, okay, vielleicht das Sodbrennen. Ach, das ist doch normal. Nein, das ist schon ein Zeichen, dass dein Körper das überhaupt gar nicht möchte, sowas, so eine Nahrung. Gell? Wenn du einen leeren Magen hast und dann mal frisch spitzt, dann merkst du, wow, was ganz anderes, so eine Entgiftung. Gell? Wenn du aber Fleisch isst oder dann noch in Kombination mit Früchten, gell? Dann merkst du, wow, Sodbrennen. Ja, weil was macht das Fleisch? Das Fleisch gärt. Erstmal ein paar Tage, dann die Früchte können sich gar nicht durchschmuggeln da durch die Gedärme, ja, durch und es geht noch oben drauf, ja, und dann kommt das ganze Sodbrennen, ne? Und dann irgendwann mal kommt der Brechreiz, ja, und das ist auch besser so, wenn der Brechreiz kommt, aber wenn du es unterdrückst, wieder mit Tabletten, bleibt das weiter in deinem Gedärm, setzt sich als Schlacken an und das Gewicht wird angelegt, ja, und du gibst dann immer den Früchten die Schuld als, denkst du, als Nachspeise, ja. Deswegen, das musst du eigentlich umgekehrt machen, als Vorspeise, die frisch verzehrt. Das Süße, was schnell verdaulich ist.
Danach kannst du, wenn du Bock hast, dein appetitliches, saftiges Fleisch essen, ne? Ist eigentlich nichts dagegen, ne? Aber dann fast bitte mal auch dann 16 Stunden dann noch, ne? Damit danach wieder auch der Magen frei ist. Gut, es lagert sich trotzdem noch in deinen Dünndarm an, als Fett, ja? Und als Schlacken. Und ist es eigentlich genau, kann man sagen, deine Dünndarmzotten ganz tief, deinen Dickdarm, hast du haufenweise Pickel dir angefressen. Durch die Brötchen, durch den Brötchenfetter, Käsefetter, Fleischfetter. Ja? Und was will das Obst machen? Es will die ganzen Pickel wieder rausdrücken. Es will einfach entgiften. Es will alle Organe wieder reinmachen, flüssig, dass sie voller Vitalität sind, ja? Power. Ja? Und das musst du auch mit deinem Körper so schaffen, ja? Dass du außen und innerlich voller Energie bist. Und so bist du reiner, weiser und noch mehr voller Power, Energie. Genau, das war mein Fastenthema. Und ja, hoffe auch, dass ihr das umsetzt. Adichi, set bye bye. Auf Adi und Kenji, for a fresh regeneration. Stay tuned.